So, ich bin hoch. Oh, Wahnsinn, ich hab's gerade geschafft. Also wir versuchen gerade ungefähr seit 15 Minuten, versuchen die beiden hier auf diese schönen Kugel hier rüber zu kommen. Und jetzt müssen wir eigentlich... Wow! Leute, ich brauch die Kiste. Wir wollen echt das Stride spielen und Knocker nee, gerade zu dritt im Korb. Du willst, dass ich da drauf springe, oder? Ja, und dann links weiter hochhüpfst. Genau. Genau, und da muss noch irgendwas sein. Dankeschön. Oh, endlich. Das ist ein Scheiß. Du hättest da auch einfach eine, du hättest da auch einfach eine Brücke hinbauen können, ne? Stimmt. Ja? Ich hätte es auch allein machen können. Boah, ehrlich. So, jetzt haben wir uns alle blamiert. Ich habe zumindest nicht so gefailt wie ihr mit dieser scheiß blöden Kugel. Ist so ehrlich. Ey, du siehst, dass ich das hier gerade perfekt meister. Achso, genau, das ist Stefan hier, der gerade im Krieger-Outfit hier rumläuft. Der hat Probleme mit der Verbindung, weil seine Freundin Streams schaut. Und zum der Hammer kam ihm so überhaupt nicht an. So, die Spinne hat mich gefressen. Ist da irgendwo ein Checkpoint? Und Christian hat keine Lust mehr, wie er gerade hört. Nee, nicht so direkt. Ach, also, wir müssen erstmal hier lustig rumspringen. What? Jetzt habe ich einen Checkpoint. Doch, da oben ist einer. Jetzt habe ich gerade in dem anderen gespawnt. Was gibt's denn hier? Was ist da? Da war noch was. Das ist noch mehr. Da ist noch mehr? Mehr. Ups. Mehr. Du müsstest aber irgendwie, glaube ich, Kisten hinschieben oder sowas. Ja, ich hätte gerne Kisten. Nee, ich hab's. Ja. Mehr. Mehr. Wo muss ich die Kiste hin tun? Hat sich erledigt. Achso, wir sind uns nicht sicher, ob wir hier irgendwas richtig lösen. Wir lösen es halt auf unsere Art. Oder ob wir alles mitnehmen, wissen wir auch nicht. Es gibt nicht die richtige Lösung. Ja, das stimmt wohl. Es ist also bis jetzt so stark bei Trine so aus. Es gibt keine richtige Lösung. Wir haben uns übrigens wesentlich schlauer angestellt, als der Kenny, den ich mir angeschaut habe. Ich höre kein Wort, Stefan. Also, da oben ist so ein Hebel oder so ein Barren, den man runterziehen kann. Da musst du eine Planke zwischen. Ah! Planke? Genau. Damit er unten bleibt. Also, das heißt, du nimmst eine große Planke und klemmst sie dazwischen. Christian müsste sich dranhängen, dann könnte ich die dazwischen klemmen. Wo muss ich mich dranhängen? Da? Ja, an das Ding hier oben. Du kannst das Ding auch einfach. Moment. Rein, raus. Gut, du kannst das Ding. Oh, ehrlich, so schlimm? Ja. So schlimm, die ganze Zeit. Och nee, ey, das ist scheiße. Geht es jetzt? Ja, jetzt geht's. Ab und zu geht's mal. Oh, jetzt bin ich versprungen. Ah, nein, das gibt's. Jetzt habe ich mich irgendwie falsch orientiert. Kannst du einfach Return to Last Checkpoint machen, hier oben ist einer. Ja, ich bin schon. Oh, ich glaube, ich kann mich auf das Schild draufstellen. Ja, kann man. Doch, ich stand vorhin drauf. Ab und zu mal. Also. Okay. Also nur wenn es nämlich ganz nach oben. Ja, wer ist Schicht drauf? Genau, ich auch. Jetzt stirbt Stefan. Och. Guck mal, wo ich stehen kann. Yay! Geht's noch auf? Okay, oben geht's weiter, Ding. Genau. Ach, ich bin wieder. Und man kann auch eine schöne Runde sterben, wie Stefan gerade bewiesen hat. Ach. Leben, Punkte. Ach, da hinten ist auch noch Zeugs. Hier oben geht's weiter, glaube ich. Aber hier rechts geht's weiter, würde ich behaupten. Zumindest das ist doch auf jeden Fall was. Guck mal, Krab. Ich schenke euch was. Jetzt hab ich ja, mach's an, ehrlich. Aber hier rechts geht's, glaube ich, auch weiter. Stefan, willst du rüber oder willst du nicht rüber? Ach so, Ecke. Och, komm. Hier, schenke dir. Geht da rechts rüber, sagt das einem doch. Ich baue jetzt hier einen Turm, da kommt ihr hoch. Sag ich doch. Hättest du wirklich unten bleiben können, Christian. Hey, die Dinger müssen jetzt endlich runterfallen. Ich habe einen Turm von Babel gebaut. Ist hier oben nicht mehr was? Irgendwie nach oben sieht es ja noch aus. Nur runtergefallen. Blöde Kamera. Wow! Ja. Ich bin jetzt feuerimmun. Und wow, bewegen kann ich ja nämlich auch nicht. Wow, aua. Oh ja, na klar. Ihr habt doch einen Schaden.
Noch? Lass dich einfach töten. Mach mit in Ruhe! Das ist viel geiler, ihm zuzuschauen. Ich hab's geschafft, lass mich in Ruhe! Frostschaden. Also ehrlich, lachen Sie mich hier aus, weil ich als Zauberer der Einzige, der übrig bleibt. Ich kann immer nicht kämpfen als Zauberer. Feuerball könnt ihr mal lernen oder so eine Scherze, aber nö. Stimmt, das ist erstmal tot. Oh, da links ist was. Da unten. Ja. Ups. Hast du noch was zu tun? Ups. Schade. Dachte, ich komme so hoch ohne deine Kiste. Und noch jetzt hier. Die brauchen wir noch. Ich muss ihn nämlich wahrscheinlich hier rüberfahren, oder? Ja, verdammt. Nicht so weit. Du musst hierher fahren. Wo? Was zu dir? Dahin? Ich häng mich da jetzt einmal unten dran. Danke. Ja, schön, dass er bei mir rausleckt. Ja, wenn er wieder drin ist. Aber weiter kann ich ja nicht, da ist eine Tür. Gibt's da irgendwo so, jetzt du musst dich selbst damit auch mitfahren. Komm, also ich kann mich aber im Multiplayer zurück. Nicht selbst mitfahren. Doch, kannst du. Fahr das Ding mal wieder zurück. Ich stell dich rein. Okay, doch, kann ich. Aber dann geht's auch nicht weiter. Weiß nicht. Ja. Damit geht das, muss ich wahrscheinlich wieder wegpusten irgendwie so. So, aber was mache ich denn weiter? Ich hab hier keinen. Ja, wir haben irgendeinen Schalter, ich glaube da unten drin war ein Schalter, oder Christian? Weiß ich nicht, kannst du mir noch mal so eine Plattform hinmachen? Moment. Und Fail. Beide. Perfekt. Ich sehe es halt geht, nicht. Es geht, glaube ich, besser, wenn wir das so machen. Aber hier ist kein Schalter. Außerdem kommst du davon nicht mit deinem Hochstift. Ich nehme einfach den Schalter, der direkt vor dem Auto ist. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, ein Schalter. Jetzt das Ding auf. Nehmt ihr mich mal wieder mit? Nee, ich nehme euch nicht mehr mit. Na gut. So ehrlich. Springen. Ist gerade vorbeigefahren. Ups. Kleine Kinder beim Spiel, nee.